Hallo zusammen. Ich möchte gerne den Titel Stand By Your Man spielen und dazu benötige ich eine Country-Gitarre. Die habe ich auch gefunden und zwar in der Abteilung Legacy Gitarre P4 Country E-Gitarre. Der Sound sagt mir zu und diesen Sound möchte ich mit dem Joystick bearbeiten oder beeinflussen und zwar mit einem Glide-Effekt. Nun entspricht das aber nicht der genauen Spielweise einer Pedal-Steel-Gitarre. Wenn ich diesen Joystick bewege, werden beide Töne in der Tonhöhe verändert. Bei der Pedal-Steel-Gitarre ist es aber meist nur der untere Ton, während der obere Ton gerade gespielt wird. Also ich müsste den Glide-Effekt so einstellen können, dass er nur auf der untersten Taste ist, während diese Taste unverändert bleibt. Das kann man zum Beispiel über die Parts, aber 1 und 2 regeln, aber das geht auch im Sound selbst. Dazu gehe ich mit der Shift-Taste und Sound-Taste, beide gleichzeitig gedrückt, in die Sound-Abteilung. Hier habe ich meine Country E-Gitarre. Nun wechsle ich mit der Taste Menü in die Seite Pitch. Und schon bin ich in der Bearbeitungsseite. Mein Sound besteht nur aus einem Oszillator. Nur ein Sample und da nehme ich hier links oben diese Einstellung und wähle, dass der Pitch-Bend-Regler nur die linke Taste beeinflusst. Also hier Pitch-Bend Left. Jetzt ergibt sich der gewünschte Effekt. Nur die linke Taste wird abgesenkt, die rechte bleibt unverändert in der Tonhöhe. Sound abspeichern und nun habe ich eine Original-Pedal-Steel-Gitarre und hier die passende Hörprobe dazu.